Wegen der wunderbaren Aussicht, seiner waldreichen Umgebung und dem milden Klima wird Bad Feilenbach auch bayerisches Meran genannt. Der Ort liegt an den Voralpen am Fuße des Wendelsteins in der Mitte zwischen München und Salzburg. Die gute Luft und die naturbelassene Landschaft sind die Markenzeichen dieser Gegend. Bad Feilenbach ist seit 35 Jahren ein anerkanntes Heilbad, was es vor allem seinem hochwertigen Moor zu verdanken hat. Wir liegen am südlichen Bereich der Autobahn Richtung Wendelstein, am Rande des Moorgebietes in der Eulenau, der Bad Feilenbacher Filzsee, aus dem wir unser Badetorf gewinnen, der auf einem kurzen Weg und frisch für unsere Kurgäste angeliefert wird. In der Bad Feilenbacher Filze wird ganz besonders auf den naturschonenden Abbau des Torfs geachtet. Früher war es Brennmaterial, heute ist es ein Heilmittel. Bei den verschiedenen Anwendungen wird nur bestes Frischmoor verwendet, kein Trockenmoor. Sehr wirkungsvoll ist beispielsweise das Moortreten. Beim Moortreten haben wir wieder eine Kältewirkung, was letztlich dazu führt, dass sich die Venen zusammenziehen und damit das Blut aus den Beinen besser zum Herzen zurückströmt. Unterstützt wird das Ganze natürlich dadurch, dass ein Kompressionseffekt auf die Venen entsteht, was das Ganze nochmals unterstützt. Und als drittes geht man ja, damit wird die Muskelpumpe aktiviert, was wiederum den Rückstrom nochmals fördert. Also es ist insgesamt zu dem Kneipschentreten nachempfunden, hat aber ein kleines bisschen eine stärkere Wirkung. Außerdem findet das Naturmoor auch in Packungen und Bädern Anwendung. Hilfreich ist es vor allem bei Rheuma, Ischias, Gicht, Arthrose und Rückenbeschwerden. Als Inhaber einer Kurkarte können die Gäste auch mit kostenlosem Bustransfer die neue Therme des benachbarten Bad Aibling besuchen. In einer einzigartigen Kuppellandschaft wird hier das Baden zu einem ganz besonderen Vergnügen. In der Beauty-Kuppel kann man sich unter anderem mit fernöstlichen Massageformen verwöhnen lassen. Das solarbeheizte Freibad in Bad Feilenbach nutzen etwa 30.000 Gäste pro Saison. Beliebt sind das 25-Meter-Becken, der Sprungturm, die Kneippanlage sowie die Beachvolleyball- und Tischtennisplätze. Das Bad Feilenbacher Moorgebiet ist dem Biotopverbund Bayern Netz Natur angeschlossen. Ein Moorlehr- und Erlebnispfad führt durch das Schutzgebiet, auf dem Kinder spielerisch die Natur erkunden können. Durch das gesamte Moorschutzgebiet führen behindertengerechte Wege und damit ist es das einzige in Europa, das komplett rollstuhlfähigen Zugang hat. Die Moorlandschaft wurde durch viele Naturschutzaktivitäten der vergangenen Jahre wieder renaturiert. Die naturnahen Kuranlagen in Bad Feilenbach laden zum Wandern ein und für Nordic Walker gibt es unterschiedliche Wege je nach Leistungsgrad. Vor allem auch Radfahren und Mountainbiken machen in dieser herrlichen Umgebung besonders viel Spaß. 150 Kilometer ausgebaute Wegstrecken von flach und gemütlich bis zu anspruchsvoll sorgen dafür, dass jeder Radler hier auf seine Kosten kommt. Bekannt ist Bad Feilenbach auch für seinen biologischen Obstanbau. Im milden Klima und der günstigen Höhenlage gedeihen über 70 Apfelsorten. Am 2. Oktoberwochenende lockt der Bad Feilenbacher Apfelmarkt jährlich viele Obstfans in den Ort. Agnes Pfeifenthaler weiß um die geheimnisvolle Heilkraft von Kräutern. In ihrem Garten erntet sie die wertvollen Pflanzen aus ökologischem Anbau. Ihr Wissen gibt sie in regelmäßigen Kursen über die Herstellung von Kräuterölen, Salben und Tinkturen weiter. Kursteilnehmer erhalten von ihr ein Skript, in dem die benötigten Zutaten und die Herstellungsweise genau beschrieben sind. In ihrem Bioshop Alchemilla gibt es hausgemachte Köstlichkeiten aus Kräutern, Essenzen, Elixiere, Tee, eingemachte Fruchtaufstriche, Liköre, Biobrot und Biokäse. Wer immer schon einmal beim Kaffeerösten zuschauen wollte, ist in der Gourmet-Rösterei Art Café richtig.
Aroma und Bekömmlichkeit miteinander zu verbinden, war das Motiv für Inhaber Klaus Werbeneck, mit der Röstung von feinsten Bohnen zu beginnen. Über die Jahre hat er sich das Fachwissen angeeignet, wie man sie optimal und schonend zubereitet. Der Kaffee-Fan hat in der Rösterei die Auswahl unter 25 verschiedenen Kaffeespezialitäten, vom sortenreinen Hochlandkaffee über edelste Arabica-Mischungen bis hin zu feinsten Espresso-Mischungen. Direkt am Naturschutzgebiet Jenbach liegt der 4-Sterne-Camping- und Freizeitpark Tenda mit über 1000 Stellplätzen der zweitgrößte in Süddeutschland. Das solarbeheizte Becken und verschiedene Spielplätze sorgen für zusätzlichen Campingspaß in herrlicher Umgebung. Die Landschaft zwischen Bergen, Flüssen und Seen ist eine Oase der Ruhe. Die intakte Natur liefert das ideale Umfeld zur Kur, für Gesundheitsförderung, Wellness- und Entspannungstherapien. Oder auch für Menschen, die diese schöne Umgebung ganz einfach nur genießen möchten.